Creative Assembly haut die neuen Informationen gerade nur so raus. Fast jeden Tag gibt's etwas Neues und ich habe noch nicht mal den neuen Hotfix hier auf dem Kanal diskutieren können. Heute sehen wir uns das Tamor Khan Gameplay Showcase zum Thrones of DK DLC von Total Warhammer 3 an. Und keine Sorge, diesmal wird das Handy von der Soundkarte etwas weiter weggestellt werden. Und wir klären dann auch in den nächsten Tagen und Wochen die Fragen, ob es Hinweise darauf gibt, dass es mehr Einheiten mit Thrones of DK nach dem Shitstorm gab. Das war nämlich ein sehr interessanter und kluger Kommentar von einem Nutzer namens Abalt und eine Diskussion mit Tyler Durden. Vielen Dank dafür und natürlich auch für all die anderen sehr hilfreichen Kommentare und keine Sorge, alle anderen Ideen zu DLC-Lots und so waren natürlich von mir gerne gesehen. Falls du weiter informiert sein möchtest über alles, was im Total War Warhammer-Universum mit dem kommenden Total War 40k und im Ersten Weltkrieg Total War abgeht, lass natürlich gerne das Abo da. Ich freue mich darüber und jetzt sehen wir uns dieses Video wirklich zum ersten Mal gemeinsam an. Also ich habe es mir wirklich selbst noch nicht angesehen und analysieren es wie immer nach Hamsterart in bis zum kleinsten Detail. Wir sehen uns daher das Video nicht vollständig in Originalgeschwindigkeit an. Ich werde immer mal wieder pausieren, um das Mikrofon zu fressen und einen anderen Sound zu machen, falls es euch gefällt. Aber auch um natürlich darüber zu diskutieren mit euch und auch eure Kommentare zu lesen. Daher, Link zum Video in der Videobeschreibung und ich sage jetzt mal, los geht's. Und viel Spaß. Onward to glory! Das ist immer noch der gleiche Text. Okay, wir legen los und der Trailer beginnt. Viel Spaß. Ich persönlich bin ziemlich gehypt, einfach weil Creative Assembly in den letzten Tagen und Wochen den Eindruck erweckt, als wollen sie das Spiel wirklich wieder aus den tiefsten Tiefen, in denen es seit Reels von Total Warhammer 3 gefallen ist, wieder rausziehen. Und ich habe ein gutes Gefühl. Und jetzt Creative Assembly, enttäusch uns nicht. Tanky, disgusting, inevitable. Look at him, he's glorious. Tamakan offers the fantasy of building a wall. Oh, übrigens, wir fangen ja schon an. Der Kollege hier, der hier erscheint, ist auch jemand, der tatsächlich, das sind alles Entwickler, die tatsächlich am Spiel arbeiten, auch wenn die Namen hier nicht konkret markiert sind. Aber übrigens, ich habe jetzt einen deutlich besseren Draht zu den Entwicklern von Creative Assembly als früher. Und falls du momentan einen Bug hast, von dem du meinst, er sollte weg, dann schreib es mir in die Kommentare. Und ich kann das jetzt tatsächlich weitergeben und es liest sich jemand durch. Verrückt, verrückt, ich weiß. Also, ich gucke mir das an. Also das sind wirklich Leute, die sind auch mit den Content-Creatern jetzt in Kontakt und gucken sich an, was sie schreiben. Also das ist schon ganz anders als früher. Ganz anders. Disgusting, inevitable. Look at him. He's glorious. Und das ist der Tamor Khan. Er sagt, er ist glorious. Okay, ich glaube ihm sogar, er sagt das auf sehr schöne Art und Weise. Ich weiß, ich kommentiere alles. Und wir sehen hier Tamor Khan ohne sein Reittier. Hier sieht er ein bisschen nörgeliger aus als in dem Trailer, in dem wir ihn gesehen haben. Deutlich grüner. Und im Hintergrund sehen wir solchen Ogre hinter ihm herlaufen. Tamor Khan offers the fantasy of building a warband from scratch. Good work, Kaesk. I couldn't ask for a better right hand thing. But he also has. Ja, das ist sein Held. These kind of nörgly abilities, which make him really disgusting and awesome. Nörgelige Fähigkeiten, die ihn ekelhaft und beeindruckend machen. Alles klar. Thrones of DK! Tamakan, the Maggot Lord's reeking corpse, has puppeted many powerful and grotesque faces, but none have served him quite like Karaka Breakmount. Okay, also offensichtlich ist hier nicht der Blutmann aktiv. Oder Tamor Khan hat echt. Ist er nicht schwer oder ist sehr schwach, weil diesen auf dem Boden liegenden Slayer scheinen diese Tritte wirklich überhaupt gar nicht zu interessieren. Tamor Khan, meine Güte. It is in this ogre tyrant's decaying flesh that Tamakan seeks to gather. Er sieht doch ein bisschen derby aus ohne Kinn, aber okay. A great horde and fulfill a twisted prophecy of disease and desolation. Ah, delusions of grandeur and questionable hygiene, my kind of legendary lord. We're diving into Tamakan. Also er versucht, wissen wir ja schon aus dem letzten Video, er baut sich eine Armee auf und verbreitet Plagen. Immortal Empire's campaign with ambitions of painting the world green as Nurgle's favored. We're kicking. Also wir sehen hier gerade die Armeefähigkeiten aus dem Kampagnen-Selektions-Bildschirm. Wir sehen hier, Tamor Khan ist, ja, er ist tatsächlich Nurgle, er ist kein
Chaoskrieger, auch wenn in den Kommentaren beim letzten Video gesagt wurde, zum Teil, er hört sich irgendwie so an, als wäre er jetzt wie ein Chaos, also Chaoskrieger-Kampagnen-Lord. Er kommt aus der gefallenen, also die Immortal Empires-Kampagne, mit der hier direkt gestartet wird. Interessanterweise nicht die Chaos-Riss-Kampagne, aber die ist eh nicht so richtig. Er startet aus der gefallenen Stadt und er möchte seine Überlegenheit als mächtigster Champion zeigen. Er hat Chieftains, ja, das haben wir ja schon gestern gesehen. Er startet hier mit Ogern, er startet mit zwei Chaos-Kriegern, er startet mal Pestigors und einmal den Pestreitern, oder wie sie heißt, ich habe den Namen vergessen. Bisschen mehr Bewegungsreichweite für alle Armeen, das ist nett. Mehr Rekrutierungslebensenergie, weil Nurgle rekrutiert damit reduzierte Lebensenergie. Minus 3 Wound Recovery Time, das ist ja fast schon auf Vlad von Karstein Niveau. Nurgles Favored Sun Fähigkeit und plus 5 Nahkampfangriffe für nicht-dämonische Einheiten und Immunität gegen Psychologie. Ist jetzt nicht das Stärkste, was ich je gehört habe, aber vielleicht auch besser. Painting the world green as Nurgle's favored. We're kicking off in Kudatha, smack bang in the middle of the Northern Chaos Waste, and we're already running into some angry. Wir starten in der nördlichen Chaoswüste und es gibt auch schon ein Bild davon. Hier in der Chaos Rifts Kampagne startet er hier, also direkt nördlich von irgendwo, von nördliche Chaoswüste halt. Und in der Immortal Empires Kampagne beginnt er ja direkt über den Trauerfangbergen. Trauerzahnbergen. Hier auf der linken Seite sind die Chaoszwerge und auf der rechten Seite hier ist dann die Mauer von Katai. Stört es so ein kleines bisschen im Nix und beginnt von dort aus seine Reise. Must be the smell. I'd apologize, but I'm not sorry. Oh, wir sehen seine Charaktereigenschaften, wie er startet. Hier oben links, ohne Reittier, 60 Rüstung, ist nicht viel. Okay, 100 Führerschaft, wahrscheinlich ist er unbrechbar. Ja, genau, man sieht es hier unten. Er ist unbrechbar, hat natürlich Siege Attacker, wie jeder legendäre Lord. Wir sehen außerdem Bonus gegen Groß- und Rüstungsdurchdringen. Klar, weil sonst ja Kacke. Ja, 45 Geschwindigkeit ist ziemlich schnell, meiner Meinung nach für einen Ogre, 56 Angriff, Giftangriff, 42 Abwehrcharge, Bonus 50. Ja, das tut weh, der macht viel Schaden. Was hat er noch? Außerdem Feast of the Maggot Horde, Rotting Horst, 15% Missile Resist, natürlich Ogre Charge, Wallbreaker, Mark of Nurgle, okay, passt. Because what's there to be sorry about? Look at him, he's glorious. He's glorious. A solid set of starting abilities makes Temokin a form. Okay, wir sehen Nurgle's Favorite Son. 40 Sekunden lang, was sehr, sehr auch viel ist. Gibt ihm 24 Nahkampfabwehrbonus und 20% Schadensresistenz. Okay. Das ist ziemlich lange. Immerhin hat es 120 Sekunden Cooldown. Wenn er das auf seinem Krötendrachen auch hat. Formidable putrid melee force. Feast of the Maggot Lord is particularly. Und natürlich hat er außerdem Heilung pro Sekunde, Feast of the Maggot Lord. Und zwar einmal pro Kampf macht er eine Direktschadensfähigkeit. Dem Gegner fügt er 53 zu 106 Schaden pro Sekunde zu für 10 Sekunden, das heißt so 500 bis 1000 Damage. Und sich selbst heilt er um 40% kurz bevor er stirbt. Particularly interesting to me because popping back up after dying to surprise and harass the enemy general, well, it's just good fun. Ja, also er hat so ziemlich alles, was man eigentlich haben möchte. Als halbwegs ordentlichen Lord, er kann natürlich nicht zaubern, er kann Regeneration, er hat so eine Art Morte, ein bisschen Morte-Schrein-Effekt, nicht viel. Er hat Schadensresistenz, Nahkampfabwehr. Was Nahkampflords angeht, nicht schlecht, insbesondere dann auf seinem Drachen. Coupled with the Maggot Lord trait and a Maggot Lord, was kann er genau? Minus 3 für Wunden, Regenerationszeit. Also ja, die Recovery Time, das haben wir schon gesehen. Wound Recovery Time and you're looking at a playstyle that speaks to my soul. Reckless, disgusting chaos. We'll learn more about Temokin's infectious inspiration soon, but for now. Und wir sehen hier die neuen Art und Weise, wie Gebäude gebaut werden. Wie auch schon im Video gestern angekündigt, sehen wir, dass er als Nurgle-Fraktion und alle Nurgle-Fraktionen nicht mehr überall die zyklischen Gebäude haben, sondern normale Gebäudeketten. We've got a garden to build, so we'll... Und das ist der Carnivorous Compost. Rekrutierungskosten minus 10% und Rekrutierungslebensenergie plus 5% für alle
Einheiten, die man hier rekrutiert. Construct some weeping creepers for the bonus to growth. Mehr Wachstum. Worth noting here, as part of the Nurgle alterations, only military. Ja, hier sehen wir es jetzt nochmal. Nur Militärgebäude sind noch hier im Kreis rumgehend, wobei wir auch hier sehen, es gibt viel, viel mehr neue Einheiten. Also viel mehr Einheiten sind jetzt hier in der Liste drin zum Rekrutieren. Also das war ja bisher immer nur pro eins oder vielleicht mal zwei Einheiten. Und dann war auch manchmal ein Punkt frei in diesen Zyklen, hatte ich das Gefühl. Und jetzt kann man wirklich viel, viel mehr rekrutieren, manchmal sogar zwei Rot Knights hier auch gleichzeitig, also nicht schlecht, nicht schlecht. Wird viel stärker und wird viel mehr rekrutieren können als davor. To address player feedback that it wasn't great for Nurgle's economy. For an in-depth dive into the changes, check out the links below to read the blog. Der Bloglink, falls euch der interessiert, da habe ich auch schon ein Video zu dem Thema gemacht. Much like a garden, a dependable economy relies on stability and an inexhaustible supply of fertilizer. Also, ein Garten braucht Dünger. Und wo holen wir Dünger her? Hier ist der Kampf. Tamarkand's whole inspiration was the throne of chaos. Sean MacDonald, Lead Designer. Einer derer, die noch übrig geblieben ist nach den Personalkürzungen bei Creative Assembly. Ich hoffe, sie haben mittlerweile und jetzt endlich mal wieder einen sicheren Job. Is even named after it in Thrones of Decay. And in that he builds this huge warband to try to destroy the Empire. And this time... Maybe you can make him a bit more successful. Okay. Tamarkand baut seine Armee auf, um das Imperium zu vernichten. Und vielleicht können wir ihn diesmal etwas erfolgreicher machen. Ja. Als in der Lore. Ich meine, wer will nicht das Imperium vernichten? Ben Leach, Senior Designer. Units that I think Nurgle players have been dying to get their hands on. Das waren die Pestigons, die wir hier sehen, und die Seuchenoger links und rechts, jeweils mit rüstungsdurchdringenden und ein bisschen sehr großen Waffen hier. Also der Knauf oder der Griff dieser Waffe erscheint mir doch ein wenig klein für die Größe des Rests. Aber it's Magic, it's Magie. So, yeah, he's definitely gonna fill some holes. Oh, hier sehen wir jetzt gerade nochmal die Nahkampfwerte der Seuchenoger, diesmal auf eine andere Art und Weise. Seuchenoger, 50 Rüstung, 80 Führerschaft, 42 Geschwindigkeit, schon ziemlich schnell. 36 Angriff, 38 Abwehr, Rüstungsdurchdringend, Bonus gegen Infanterie, 40 Charge Bonus. Ja, ist schon ordentlich, nicht schlecht, 10.000 Lebenspunkte, das haut gut rein. Und auch mit 38 Nahkampfabwehr relativ gut in der Verteidigung, 50 Rüstung. Okay, gerade im Fernkampf, wie immer. Schnell kaputt zu kriegen mit Einheitenbonus gegen groß, wird auch hier die 38 Nahkampf wahrscheinlich schnell kaputt gehen. Aber so ist es halt mit den Ogern. Dann haben wir hier den Pestigor. Ja, der ist Skaven, man. Ich hoffe, die kommen für die Skaven, wer weiß. Wir sehen hier für diese B-Handkämpfer, also große Handkämpfer, vielleicht gibt es auch nochmal eine Einheit mit normalen Waffen, also nicht Zweihandwaffen, aber wir werden sehen. Wenig Rüstung, nur 25, 38 Geschwindigkeit, die sind echt schnell. Also Nurgle ist ja bisher eigentlich eher eine langsame Fraktion und also dafür, dass das eine Nurgle-Einheit ist, 38 Geschwindigkeit ist Turbo auch für normale Infanterie-Einheit eigentlich schon. 34 Angriff mit Gift, okay, 20 Nahkampfabwehr ist sehr, sehr wenig, 28 Rüstungsdurchdringenden Schaden, 26 Charge-Bonus, viel Charge-Bonus bei diesen Einheiten, also wie gesagt, insbesondere für Nurgle. Und hier ist noch eine neue Fähigkeit, die wahrscheinlich die Verlangsamungsfähigkeit ist, die sie haben. Plus Urwut gibt es eigentlich auch noch, die ist noch gar nicht aktiv, die kriegen noch mehr Nahkampfangriff. Also ziemlich glaskanonisch, erinnert ein bisschen an Slayer. Und da sehen wir die Rot Knights, das neue legendäre Regiment vom Helden von Tamarkand. Die haben gar nicht mal so viel Lebensenergie, 7740. Also ich habe jetzt erwartet, wir hätten mehr so in Richtung von 10.000, aber okay. Monströse Kavallerie, wir haben 32 Modelle in dem Regiment, 70 Rüstung, auch gar nicht so viel, 75 Geschwindigkeit, auch eher langsam, 53 Nahkampfangriff ist sehr gut, 40 Abwehr für eine Kavallerie, auch sehr gut, Waffenstärke mit 64 plus Bonus gegen ihn groß und 60 Ansturmbonus ist sehr, sehr gut, also anti-groß und dann haben sie ja noch diese Regenerationsfähigkeit und das hier ist was Neues hier, dieses grüne Plus. Tamarkand is a really tanky character who has a lot of weapon strength that he can bring to bear against single targets. When he kind of falls down is when he's surrounded by many other kind of smaller targets that deal anti-large damage or when he's shot at from a distance. Okay, Moment mal, was hat er gesagt? Also er ist sehr tanky und was macht ihn kaputt? Wenn von vielen anti-large Einheiten umgeben. A lot of weapon strength that he can bring to bear against single targets. Where he kind of falls down is when he's surrounded by many other kind of smaller targets that deal anti-large damage or when he's shot at from a distance. Ah, das ist schon ganz schön. Also er hat gesagt,
Er hat eine Schwäche, wenn er von vielen kleinen Einheiten umgeben ist oder von Fernkampfangriffen. Was klar ist, das ist die Schwäche von so ziemlich jeder großen Einheit, die wir haben. Lasst sie nicht alleine stehen, sondern unterstützt sie durch eigene Infanterie. Dann sind sie immer am besten. The Nurgle Tech Tree has been rebuilt from the ground up. Currently it's das ist der neue Nurgle Tech Tree. Lass uns noch mal reingucken. Er ist ganz neu aufgebaut worden, wurde hier gesagt. Er erinnert an die Chaos-Zwerge mit den Schaltflächen, die wir hier auf der linken Seite haben. Fraktion und Militär wurde ja auch schon im Blogpost angekündigt, dass das so sein wird. Und anstatt, dass es einfach nur von links nach rechts geht, wie bei Kugaths Seuchenfrater, auch hier, danke an die Kommentare, hat mich einer darauf hingewiesen, dass gerade die Nurgle-Forschung auf Kugath in der Chaosreich-Kampagne ausgelegt worden ist mit viel Nurgle-Korruption. Und hier hatten das natürlich nicht. Da sehen wir, okay, es geht von links nach oben, von nach rechts nach oben, dann gibt es einen Pfad nach links, einen Pfad nach rechts. Ja, immerhin. Also klar, keiner dieser Forschungsbäume wird jemals sehr unterhaltsam oder irgendwie aufregend werden oder irgendwas so richtig Interessantes freigeben. Das habe ich bisher noch nie gesehen in keinem der... Also vielleicht bei den Skaven, beim Skaven-Workshop waren schon coole Sachen dabei, dass man sich zum Beispiel seine Einheiten verbessern konnte auf eine neue Art und Weise und die Warp-Bombe bauen konnte. Aber das war ja auch kein Forschungsbaum. Es war schon interessantere Sachen dabei. Das hier ist halt auch wieder ein ganz normaler Baum. Aber, okay. It's all about Kugath's Realms of Chaos experience, where we wanted it to be more dynamic, that works for every Nurgle character. Okay, er hat es jetzt auch wieder selbst gesagt, dass das bisherige Forschungssystem von Nurgle eben nur für Kugath in Chaosreich-Kampagne ausgelegt war. Und die sollen jetzt für alle funktionieren. Plague Paragon ist einer der Skills, die wir hier gerade sehen. Plus 5% Lebensenergie, plus 10% Battle Healing Cap und ein weiterer gebundener Zauberspruch für Great und Clean Ones. Das ist okay. Man, to the Nurgle feature set, because we thought the theme was there, but maybe it just needed to be dialed up to 11. Die, ja okay, auch die Skills, da würde ich mir wirklich auch mal wünschen, dass das ein kleines bisschen optimiert werden würde. Wir sehen hier oben links ist das Reittier, Bebelos von Tamokan. Ansonsten, ja, auch hier würde ich sagen, das sieht eigentlich schon so alt aus. Ja, geht von links nach rechts. Die Skills, die man hat, sind auch immer die gleichen. Also ist hier ist die Armee, hier ist nachher die Kampagneneffekte, dann haben wir hier Effekte für den Lord selbst und hier so ein bisschen Bonus, zum Beispiel Regeneration bekommt er dann. Ich habe das Gefühl, da könnte man vielleicht auch mehr machen, wenn man ein bisschen mehr darüber nachdenkt. Also ich nicht, aber ich werde auch nicht 8 Stunden am Tag dafür bezahlt, das Spiel zu entwickeln. Aber sei es drum, ich gehe mal davon aus, dass wir mit diesem Level-Up-System für Lords für den Rest von Total Warhammer 3 leben werden. Die werden jetzt bestimmt nicht anfangen, alle Lords zu überarbeiten. Wir haben doch jetzt fast schon 100. We designed Tamokan to be this big bruiser beatstick. Swapping bodies feels like it loses a little bit of that fantasy for how we'd envisioned him. Okay, also hier wird gerade gesagt, Tamokan ist zwar eigentlich ein Charakter in der Lore, der seine Körper wechseln kann, aber das ist hier nicht geplant worden, weil sie sich seine Tankiness sonst so verloren hätten. Und das Körperwechseln zugegebenermaßen, wir kannten es auch schon vom Wechselbalg. Und wahrscheinlich war das deswegen in der Diskussion, könnte mir vorstellen, dass man eine ähnliche Wechselbalgmechanik mit Tamokan haben hätte können. Und wenn man irgendeinen Champion besiegt, dass man dann seine Form annimmt, aber dann haben sie sich dann doch noch dagegen entschieden, weil ja ihre Vision für ihn dann anders geworden wäre. Und zugegebenermaßen, der Lore bleibt ja auch einfach der Ogre. We designed Tamokan to be this big bruiser beatstick. Swapping also bodies feels like it loses a little bit of that fantasy for how we'd envisioned him. So, der Plan war, dass er ein großer Niederknüppler ist mit sehr vielen Lebenspunkten und das scheint er auch zu sein. And the chieftains kind of carry where he can't quite handle himself. Okay, und die Chieftains sind dann zu dem geworden, was er, mit dem er selbst nicht umgehen kann. Was auch immer das sein soll, aber ich kann mir gut vorstellen, dass in einer früheren Version dieses Spieles Tamokan sich vielleicht in die verschiedenen Chieftains hätte verwandeln können zu verschiedenen Zeitpunkten. Da gab es letztens einen Zwergenmod, den ich dazu vorgestellt habe, verlinke ich euch gerade in der Videobeschreibung, bei dem einer der Zwergenhelden auch so eine ähnliche Fähigkeit hat und sich immer weiter verändert, wenn ihr hochlevelt. Good work, Kaesk. I couldn't ask for a better right hand thing. Okay, our garden's growing nicely. We're pushing into the blood marshes. Wir sehen hier auf der unteren rechten Seite eine neue. Das ist wahrscheinlich hier die Champions-Mechanik, die wir haben. Hier ist der Nurgle-Kessel und da ist die Forschung.
and our liquefying mouth plague is ravaging the withering fortress. That's it. Liquefying mouth plague, das ist eine der Seuchen, die er mit dem neuen Kessel wahrscheinlich gemacht hat. Man sieht jetzt auch wieder wirklich schön, was positive und negative Effekte sind. Viel besser als bisher. As part of the Nurgle changes, we've addressed feedback that should make plagues more experimental and less min-maxy. So you feel like a real pox brewer. Unfortunately for us, I don't have enough infections right now. Dang. Genau, das haben wir auch schon im letzten Video gesehen. Infektionen sind jetzt immer neu zusammengewürfelt. Man kann nicht immer die maximierte Seuche herstellen in jedem Zug, sondern da das immer wieder neu zusammengewürfelt wird in diesem Netz und man immer nur drei miteinander verknüpfte erforschen kann und eine buffen kann, vielen Dank nochmal an den einen Kommentar dazu, dann, ja, dadurch kriegt man eben unterschiedlichere Sachen noch zusammen. Und es bleibt ein bisschen abwechslungsreicher. Das ist auch so eine kleine Sache, die finde ich auch bei den ganzen Forschungsbäumen und bei den Level-Ups der Generäle fehlt irgendwie ein bisschen Abwechslung. Actually, doesn't matter. Our latest conquest has put us in a position to recruit new hideous help. Oh, das sind die Chieftains. Temkin's chieftains are a ragtag band of bile and boils, lord to the master of hosts' undeniable dominance. These festering heroes join our cause, bringing with them loyal soldiers from their own cultures. Also alle diese Helden, diese Champions, die sich ihm anschließen, bringen dann Einheiten aus ihren eigenen Fraktionen mit. Kaesk the Befouled, Nurgle's legendary hero. Oh, Kaesk, so spricht man aus. Kaesk the Befouled. Den haben wir auch schon im ersten Blogpost gestern gesehen. He embedded himself in our army. Und hier sehen wir die Übersicht, in diesem Screenshot hatten wir ebenfalls auch. Ja, man kann dann zum Beispiel als Einheiten, wenn man mehr Loyalität von ihm erhält, erstmal Streitwagen des Nurgle, dann die Rod Knights erhalten und dann den Krötendrachen. And offers powerful units in exchange for a oh, da sehen wir die Werte. Und der ist echt... Was ist das denn hier für ein Ding? 17 Nahkampfangriff, das ist ja wirklich unvorstellbar langsam. Wenig, dann heißt auch, okay, 78 ist okay für einen Streitwagen, 110 Rüstung, 33 Abwehr, 76 Angriffsbonus, immerhin. Aber der... also wenn er mal im Kampf steht, dann macht er nicht mehr viel. Cost of dominance, which is earned through battles and events. Our conflict with the Norsken Kurs has won us Dominance, dann kann man das Zeug, kann man die Einheiten rekrutieren und die kriegt man durch. Continuous loyalty, in turn unlocking additional boons and powerful campaign abilities. Joining Kaesk is Kargan the Crazed. Oh, der zweite legendäre Champion, den wir haben, ist Kargan the Crazed. Gucken wir einmal rein, was kann er denn so machen? Also er kriegt Todbringer. Chaos Auserkorene, nee, nicht Auserkorene, Champions, nee, Anwärter Champions, boah, ich habe die schon so lange nicht mehr gesehen, das sind die mit dem, diese blauen, aufstrebende Champions, genau, und die, Drachen-Oger, okay, interessant, schon lange nicht mehr gesehen in den Armeen, weil sie mittlerweile auch nicht mehr so kompetitiv sind im Vergleich zu anderen Einheiten im Multiplayer, aber sei es drum. Also der findet es gut, wenn man Siedlungen niederreißt, Imperium Breton, Kartei oder Kislev im Kampf besiegt. Ketzak Fimdurak. Ketzak Fimdurak, ein Fimir. Der kommt offensichtlich von den Fimir. Oho, die Fimir-Fraktion confirmed hier. Kriegt Fimir-Krieger mit Einhandwaffen, Fimir Krieger mit zwei, das schon lange nicht mehr gesehen, weil man eigentlich immer die Hautwölfe mitnimmt. Und ein Eisdrache. Mournhowl. Mournhowl, ein Hautwolf-Wehrbestie mit Regeneration sicherlich, kann Hautwölfe rekrutieren, Mammut und noch mehr Mammut. Der kommt also sowohl wie der Fimir irgendwie aus der Norska-Richtung. Und was mag der? Er mag es, wenn Echsen, Oger, Tiermenschen oder Chaoszwerge in der Schlacht besiegt werden und wenn geplündert wird. Und da ist er. Grokmur, Threehorn, kommt natürlich von den Tiermenschen. Was mag er? Er mag es, Vampire, Vampirküste und Gruftkönige zu besiegen. Und selbst bekommt er Sentigos mit Echsen, Wurfechsen, Zygor und Gorgor. Ach, gute Einheit. Doombolt. Oh, Hero. Und da haben wir den Chaoszwergenheld, Champion, mit, okay, Donnerbüchsen, den, ich habe vergessen, wie die heißen, und dem Terror eben Mörser. Und zwar findet er es gut, wenn Siedlungen geplündert würden, ausgeraubt werden, Skaven, Grünhäute oder Zwerge im Kampf besiegt werden. Okay. Heroes with their own merits, and we'll need to call on each of them to build our unending host. With their own petty grievances to satisfy, Timokan's chieftains will influence the flow of our campaign,
but earning their ultimate devotion will be a bloody affair, though well worth the effort. More chieftains info shortly. Reach the committed fealty level to unlock this battle. Und ganz am Ende gibt es dann eine Schlacht, eine Questschlacht, die man hier für den jeweiligen Champion durchführen kann. Und ich hoffe bei Nurgle, dass diese Schlacht ein bisschen interessanter gestaltet wird als die Questschlachten in Shadows of Change. Die waren wirklich echt mies. But for now, I spy with my decaying eye Skaven ruins to the south, and Skaven. If I know my immortal Skaven. Empire's geography, we can expect Boris's Kislevites beyond the Blood Marshes. Skaven or Kislev? Ezar or... Oh meine Güte, das sieht aus als masturbierte Zwerg. Habe ich das richtig gesehen? Moment, ich guck's mir nochmal an. Marshes. Skaven or Kislev? Yeah. Ezar or Kargan? Eindeutig, meine Güte. We'll get to both eventually, and Kargan's Hell Cannons attempt... Höllenfeuerkanonen, Höllen, also die Todbringer heißen die hier. Ting, but the coward in me is crying out for some better ranged units. Let's recruit Ezar Doombolt into our merry band and use our remaining dominance to purchase a unit of Chaos Dwarf Blunderbusses. Moment, wie konnte der, warum konnte der einfach da draufklicken? Hä? Jetzt muss ich mir nochmal kurz angucken, muss der gar nichts machen? Moment mal, hier steht, recruiting Ezar Doombolt will earn these rewards. Okay, wir können ihn einfach rekrutieren, einfach so? Muss gar nichts machen, okay, man muss nur 7 Dominanzpunkte ausgeben, um ihn zu haben. Oh. Ha. Okay, ich dachte, man geht irgendwo hin und holt ihn sich. Aber okay, sei es drum. Das ist ein bisschen mehr erwartet. Vielleicht irgendwie eine Questschlacht oder irgendwas machen anstatt Skaven nur... Skaven or Kislev, Ezar or Kargan. We'll get to both eventually, and Kargan's Hell Cannons are tempting, but the coward in me is crying out for some better ranged units. Let's recruit Ezar Doombolt into our merry band. Moment mal, hier, gehen wir kurz mal zurück. Da stand noch was als Text dran in der Beschreibung. The Chieftain will be recruited at Tarmokan location. Okay, also der Chieftain Hero wird, also ein Held. Es ist kein Lord und auch keine Lady ist hier dabei. Danke für diesen Kommentar im letzten Video. Wird bei Tamokan rekrutiert. Entschuldigung. Okay. And use our remaining dominance to purchase a unit of Chaos Dwarf Blunderbusses. Kann man verwenden, um die Einheit zu rekrutieren. With some angry dwarven engineering behind us, we'll make short work of the inferior war host. Short work. I'm sorry. I'm super excited for. Das ist eine richtige neue Videosequenz, die extra dafür gemacht worden ist für den DLC. Interessant. The Chieftain's Mechanic, because it allows you to build a bit of a bonkers brigade. Lots of different flavors of chaos all under the Nurgle banner. It was inspired by his story, which was uniting different tribes of chaos and flavors of chaos, so we thought it was important to bring to the game. Tamakan's campaign. Okay, also er hat jetzt gerade gesagt, er findet die Kampagne ganz interessant, weil ihr eine wahnsinnige Kombinationsarmee aus allen möglichen Einheiten zusammensammeln könnt. Was ja sowieso schon ein bisschen der Trend mit Warhammer 3 gewesen ist, mit den Armeen, die man aus Verbündeten rekrutieren kann. Und den Rebellenarmeen, die sowieso beliebig zusammengesetzt sind. Main playstyle has him roaming around the Skaven map and bringing all these different cultures in the form of these chieftains. And in battle, these chieftains augment Tamakan's own abilities to smash up enemy armies and cause a lot of devastation. Also die Fähigkeiten der Chieftains sind dazu da, um Tamakans Eigenschaften und Fähigkeiten zu ergänzen und noch mehr Schaden anzurichten. Ich meine, was will er sonst machen? Okay, Einheitenwerte. Chaos Lord des Nurgle. Okay, ist der Nahkampflord des Nurgle. Den kennen wir schon. 45 Angriff, 65 Abwehr, 100 Rüstung, silbernes Schild. Immerhin ein bisschen langsamer, hat ein paar Fähigkeiten hier. 490 Schaden, ist allerdings nicht rüstungsdurchdringend. Aber ziemlich tanky mit 65 Nahkampfabwehr. Dann haben wir die Rod Knights. Okay, die stimmt, die haben wir vorher schon gesehen. Eher ein bisschen langsam. Gute Nahkampfabwehrwerte für eine Kavallerie. Bonus gegen große rüstungsdurchdringend Regeneration. Tamakan at his core is still a Nurgle faction. Okay, Chieftain Units, hier sieht man jetzt, wie man sie rekrutieren kann, nachdem man sie freigeschaltet hat mit dem Chieftain-Menü. The extra units from different rosters are unique even sie from werden instantan rekrutiert und auch die starten nicht mit 30% Lebensenergie, sondern from some of the ones we've done before. So no one's ever had access to Chaos Dwarves mixed with Nurgle. The Chieftain Mechanic. Niemand hatte bisher Chaos-Zwerge gemischt mit Nurgle, sagte er. Und das ist wahrscheinlich wahr. It's about gaining the fealty of the other flavors of chaos, getting the best of them and making the ultimate war host.
Und da ist er schon. Er ist im Zug 58 und hat seinen Krötendrachen dabei. Jetzt bin ich mal gespannt auf dessen Einheitenwerte. Oh, Kaysk's by far my favorite. He's got toe dragons. What's not to love? Ja. Das ist sein Lieblings. Toe dragons. The perfect remedy for backstabbing. Moment mal, ich sehe gerade hier oben in Grimgore. Sind vier, whilst sind we were busy with Boris, Symbole. Mr. Ironhide trampled our garden, yet I'm struggling to be upset. Azar don't much fancy your kind, and he's been positively popping with excitement and overflowing with fealty with each volley of his Doombolt. We've got dominance growing out of our boils, and we're going to use it to field a few Dreadquake mortars. I told you, Grimgore, we greenskins should stick together, but no. Look what you've made me do. Da sehen wir den Drachen, wir sehen Chaos-Zwergen, wir sehen alles Mögliche und wir sehen hier irgendeine Art von Grafikfehler hier im Trailer. Unten links, da fehlt wohl noch ein Bild. Filmfehler. Make Kargan crazed with love for Tamakan, so we'll activate his March of the Crazed ability. Okay. Das ist eine schöne Fähigkeit für einen der Chieftains. Füllt die Kampagnenbewegungsreichweite für Kargans the Crazed momentane Armee wieder auf. Wie häufig hattet ihr schon eine Situation, in der ihr gedacht habt, oh Gott, ich brauche nur noch einen Zentimeter mich bewegen oder ein bisschen mehr und es wäre so toll. Endlich gibt es da mal was. Hoffentlich kommt das auch für andere Fraktionen. To refill his army's campaign movement and begin the siege of Karakrag ahead of Tamakan's slow arrival. That's a lot of orcs, so we've split into four fronts. Kargan and our Chaos Lord are leading the main... Okay, wir sehen wieder eine Belagerungsschlacht. Die werden auch gerne in den Showcases gezeigt und auch in den Intro-Videos. Leider sind sie irgendwie immer so, meh. Okay, viele Orks sind da und die angreifende Armee ist in vier Teile getrennt worden. Das würde ich euch eigentlich nicht empfehlen, weil... Ja, weil warum? Von einer Seite angreift ist meistens eigentlich irgendwie besser. Across the way, we've got one small army and a pair of lonely siege engines. Moment mal, habt ihr die Belagerungstürme gesehen? Das sind doch neue. With Tamakan's reinforcements in. Moment, gehen wir ein bisschen zurück. To four fronts. War das schon vorher so Schnecken? Hier. War das vorher schon Schnecken? Vielleicht. And our Chaos Lord are leading the main bulk, and across the way, we've got one small army and a pair of lonely siege engines. With Tamakan's reinforcements incoming, we've tricked Grimgore into leaving a section of his wall poorly defended. Our plague bearers are about to climb the wall, so we'll have our Chaos Sorcerer of Nurgle give them a little something to take the edge off any nasty swords they might encounter. A touch of leprosy should do it. Chaos Sorcerer of Nurgle. Okay, das eine der. Ich habe, glaube ich, selten eine Belagerungsschlacht gesehen, bei denen der Angreifer nicht einfach mit den Arschleitern die Mauern hochklettert, sondern wirklich das Belagerungszeug benutzt. Wäre vielleicht mal was für eine Challenge-Kampagne, aber naja, okay. Das wäre eigentlich mal was, aber funktioniert leider nur für den Angreifer in dem Fall. Also wenn ihr selbst angreift, die KI, die interessiert sich ja nicht dafür, für so eine Challenge. Nurgle is a mortal spellcaster that brings the laws of death and the laws of Nurgle to. Da ist er, der Chaoszauberer als neuer Held. Mäßige Nahkampfwerte, mäßige Einheitenwerte, aber er ist ja auch ein Zauberer. Mit der Lore des Todes oder des Nurgles. The Nurgle roster in a nicely armored package. 80 Rüstung. There he is. Tamakan joins the party, so we'll link our cavalry units up with the main bulk. When the gates are down, our bio trolls will be first through the breach. Und es laggt so ein kleines bisschen hier in ihrem Video. Okay. Ist bei mir auch so ein großen Belagerungsschlacht. Bio-Trolls, also die Seuchentrolle. Was haben wir hier? Wir haben 9408 Lebensenergie, 40 Rüstung ist ziemlich wenig, 46 Nahkampfabwehr ist schon okay, 28 Nahkampfangriff ist praktisch gar nichts. Immerhin Giftangriff und Rüstungsdurchdringend und Regeneration. Okay, 28 bei dem momentan Power Creep, die treffen ja gar nichts, nur in ihrem Ansturm, die werden so ein bisschen wie die, die Gore-Hundeneinheiten oder die Löweneinheiten der Hochelfen sein, so wie das sich momentan anfühlt mit den Werten. Ansturm und dann they have this ability which allows them to debuff enemy melee defense, which allows all of your Nurgle units to really hit a lot more reliably. Aber er hat jetzt einen der Punkte angesprochen, die wichtig sind für die Nurgle-Armee, nämlich Debuffen des Gegners. Diese Trolle werden gegnerische Nahkampfabwehr reduzieren, was sie auch brauchen bei so wenig Nahkampfangriff. Aber auch die ganze restliche Nurgle-Armee wird davon profitieren, denn die haben ja tendenziell eher nicht so hohe Nahkampfangriffswerte, ähnlich wie bei den Vampirfürsten. Mounted.
Gates. So, irgendwie ist jemand auf die Mauer gekommen, hat aber gegen niemanden gekämpft. Man sieht es hier auf der linken Seite, der Belagerungsturm liegt drauf, aber hier ist irgendwie kein Kampf, der stattgefunden hat. Der Kampf findet hier unten im Tor statt. It's coming down. The plague can be slowed, but never stopped. Who better? Oh, Moment mal, da war gerade die Einheitenwerte von Tamur Khan auf seinem Drachen, auf seinem kolossalen Biest. Sehen wir uns das mal an. Also wir haben 13.177 Lebenspunkte. Ich frage mich, was dieser grüne Punkt hier darstellt. Der ist neu. Vielleicht kann man wieder endlich anständig sehen, wie viel Lebenspunkte eine Einheit regeneriert hat, bis sie bei ihrem Maximum angekommen ist. Also 72 Geschwindigkeit, ist okay. 60 Rüstung ist nicht extrem viel. 76 Nahkampfangriff mit Magie und Gift, das ist sehr hoch. Er hat sowohl Bonus gegen Infanterie als auch Bonus gegen Großen, 765 Schaden, rüstungsdurchdringend, aber erst in der Kampagne. Wahrscheinlich hat er auch noch einige andere Buffs bekommen, weil ich habe bisher noch keine Einheit gesehen, die Bonus gegen Infanterie und Bonus gegen Groß gleichzeitig hat. Vermutlich sind das nicht die realen Werte, die er als Vanille-Variante hat, sondern bereits verbesserte. Ja, aber selbst wenn er verbesserte hätte, Nahkampfangriff ist hoch, Nahkampfabwehr ist auch ganz ordentlich, Rüstung ist relativ niedrig, Charge-Bonus super. Und gelbe Linien sind toll. Ich mache direkt nochmal ein paar. Wundervoll. Who better to spread Nurgle's gift than Kaesk the Befouled? Kaesk the Befouled! Kaesk the Befouled is this kind of rotting champion of Nurgle. Da ist er. Er ist ein rotting champion of Nurgle. Okay, der hat jetzt natürlich auch schon einige Buffs bekommen durch die Kampagne. 4600 Lebenspunkte sind jetzt nicht extrem viel, aber okay. 70 Rüstung. 100 Geschwindigkeit, 81 Angriff, 76, 66 Abwehr, 500 rüstungsdurchdringender Schadenbonus gegen Infanterie, Chargebonus 90. Also selbst wenn er hier schon so ein paar Boni drin hat, das ist hoch. Das ist richtig hoch. He rides a rock beast, you don't get him on foot. Und es gibt ihn nicht zu Fuß, sondern immer nur auf einer solchen Bestie. He's fast, he's agile, he's really not what you'd expect from a Nurgle character. Oh, und jetzt sehen wir seine Rohwerte, weil vorher waren die deutlich höher. Was haben wir? Gepanzerte Anti-Infanterie-Regeneration und Giftangriffe. Da ist die Regeneration. Der hat den Feindesjäger. Nee, Moment, das ist der schreckliche Ansturm oder wie er heißt. Ein paar andere Skills, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Und der 70 Rüstung, 75 Geschwindigkeit, 54 Angriff, 40 Abwehr, das ist schon ordentlich. Der Schaden ist gar nicht mal so extrem hoch, dafür Ansturmbonus. Super. Kommt natürlich darauf an, wie viel davon rüstungsdurchdringend ist. With Chieftains in mind, I wonder how Kargan's doing. Und das ist der nächste Chieftain, der Chaos Chieftain auf Streitwagen. As you were, Kargan, good work. I'm gonna go play with the... Kargan hier in der Kampagne. Wie sieht er aus? Das ist der Chat. As you were, Kargan, good work. Hargan, the Crazed, 113 Rüstung, 78 Geschwindigkeit, 60 Angriff, 26 Abwehr, guter Schaden auf seinem Streitwagen. Gonna go play with the Toad Dragons. Und da ist der Toad Dragon gewesen. Gucken wir uns dessen Werte auch noch an, weil er soll ja praktisch die teuerste Einheit im Nurgle-Roster sein. Und der ist wahrscheinlich jetzt nicht megamäßig gebufft mit den Werten, die wir sehen. 11.600 Schaden ist, Lebenspunkte ist hoch, aber jetzt auch nicht unglaublich großartig. 60 Rüstung ist nicht so viel. 66 Geschwindigkeit ist ordentlich für so ein Riesenbiest. 63 Nahkampfangriff, 41 Abwehr. 41 Abwehr ist schon sehr, sehr viel für eine so große Bestie. Normalerweise haben die deutlich weniger. Ich glaube, der Schrecken von Lustria oder Vernichter von Lustria oder die Schreckensechse, die haben eher was im Bereich von 30. Okay. Sehr hohe Waffenstärke. Also vielleicht hat er noch ein paar Buffs aktiv, aber das ist ordentliche Nahkampfabwehr. Also fast unzerstörbar tatsächlich, aber nicht wegen den Lebenspunkten. The Toad Dragon is the big bad beastie for the Nurgle roster. It excels at dealing with large groups of infantry and immerhin scheint er Spaß zu haben an dem, was er gemacht hat. Hier sind jetzt seine Vanillewerte, die wir haben. Auch wieder 60 Geschwindigkeit, 51 Angriff, 36 Abwehr, 600 Schaden plus Bonus gegen Infanterie, Charge Bonus 42, 60 Rüstung, 85 Leadership und nochmal irgendein Skill, der hier auf der Seite rumhängt. Okay. Ist nicht schlecht, also sieht schon gut aus. Seine Nahkampfabwehr ist jetzt eher so normal wie für eine Nurgle-Einheit oder für eine monströse Einheit, wobei sie immer noch eher ein bisschen höher ist. Wenn jetzt, ich meine, es ist nicht, sieht jetzt nicht so tanky aus, wie es in dem Blogpost geschrieben worden ist. Es sei denn, der Missile Resist ist höher als normalerweise. Mashing through the enemy battle lines. Whilst Temekin and the Toad Dragons break their lines.
Azar and his blunderbusses mop up the stragglers. And we deploy some of our heaviest hitters. So, so sieht die Schlacht aus. Es ist mal wieder total chaotisch in der Belagerungsschlacht. Alles ist irgendwo. Und was mich eigentlich fast schon ein bisschen wundert, ist, dass seine Einheiten irgendwie gar keinen Schaden nehmen. Also die sind alle bei 100%, bei 100%, bei 100%, bei 100%. Nur die Trolle haben ein bisschen Lebensenergie verloren. Das ist vermutlich auf einfach gestellt. Ja, da geht das alles ein bisschen schneller. The regiments of renown for Nurgle are the Rotting Riders, who are... Wir kriegen jetzt die ganzen legendären Regimenter gespoilert. Die Rotting Riders, Rot Knights. Magische Angriffe diesmal und noch mehr Nahkampfangriff und Schaden. Are a unit of Rot Knights. The Angels of Decay, which are a unit of Plague Drones. Angels of Decay, Plague Drones, Seuchendrohnen. Okay, die sehen ganz okay aus. Schöner Schaden, 50 Schuss rüstungsdurchdringend und außerdem noch Giftwaffenstärke. Ja, sieht ordentlich aus. And Noxbringer, who is a Noxbringer, ein neuer Soulgrinder, also ein Seelenzermalmer des Nurgle. Sehen wir nochmal im Detail. Ja, das ist nett. Schön gemacht hier das Ganze. Was haben wir? Er hat 52 Angriff und irgendwie so neue Fähigkeit mit seinem Nahkampfangriff und mit seinem Fernkampfangriff. Bin mal gespannt, was das hier ist. Ich meine, Nurgle, Seelenzermalmer waren sowieso die besten Seelenzermalmer bisher. Interessanterweise, weil sie am weitesten geschossen haben. Mal sehen, was der so kann. Also ab. My favorite out of these regiments of renown are the Rotting Riders. These Kurgan horsemen have followed Kaesk since the beginning, but they were once esteemed knights. So, die sind von Anfang an Kaesk the Befouled hinterhergelaufen und waren seine Freunde, aber irgendwann früher waren sie mal Ritter. Reinforcements, eh? Menge Orks. I think not. Stärkung der Orks. Zaubersprüche. Kotzende Trolle. Aufweise Nurgle-Ritter. Reiter. Das ist Grimgor. Grimgor ist es. Dramatisch. Dramatisch. Bubalos feeds on a buffet of orcs, more fertilizer for the garden. Our warhost grows with our fealty and begs the question, who do we recruit next? Lecker Made. Ich gehe mal davon aus, er kann sich nicht sehr gut mit diesem Mund mitteilen. Armer Kerl. Impressions? Favorite Chieftain? Let us know in the comments below or follow our links to wishlist now. Okay, Leute. Okay, so sieht das Ganze aus. Jetzt haben wir uns den Trailer gemeinsam angesehen. Was ist das Fazit dazu? Vorsichtig optimistisch. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall auch mal diese Tamor-Khan-Kampagne durchspielen. Diesmal was anderes. Und ich hoffe, das wird gut. Ja, in Summe, ein paar neue Einheiten gesehen. Die Kampagnenmechaniken, die werden wir jetzt natürlich können wir die jetzt momentan noch nicht so im Detail fühlen, ohne das jetzt erstmal gesehen zu haben. Ja, es bleibt dabei. Wir müssen halt warten, was rauskommt. Aber ich persönlich bin vorsichtig optimistisch, dass das, was Creative Assembly machen wird, jetzt ganz gut ist und... Ja, danke, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr mit zugeguckt habt. Wie gesagt, Link zu dem Originalvideo, wenn ihr es in weniger als 43 Minuten ansehen wollt, unkommentiert, ist für euch zur Verfügung. The Maggot Lord Gameplay Showcase. Ich kann nur sagen, ich bin immer wieder überrascht darüber, wie Belagerungen so stark in den Vordergrund gestellt werden, wo sie sich doch eigentlich überhaupt nicht gut spielen. So als wäre das das geilste Ding in Total Warhammer. Aber zugegebenermaßen ist es doch das Einzige, bei dem man so richtig ein Narrativ in die Schlacht reinbekommt. Bei dem anderen Kram ist halt nur, ihr läuft auf den Gegner zu und die Gegner laufen auf euch zu und dann wird gekillt. Hier gibt es so Themen wie Verstärkung
oder so. Ach, der, okay, die Szene ist schon irgendwie. Also vom Prinzip her finde ich die Szene schon relativ cool. Aber dadurch, dass da kein Blut fließt und der Zwerg im Anschluss einfach so dasteht, als ist ihm überhaupt nichts passiert, ist es so ein kleines bisschen lustig, das Ganze. Ja, das Rekrutieren der Chieftains, wie das Ganze funktioniert, habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ich kann nur hoffen, dass die Questschlachten deutlich besser und interessanter werden. Aber das werden wir sehen in den nächsten Tagen, wenn am 30. April Thrones of Decay rauskommen wird. Und das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieses Watch-Along-Reaction-Video gefallen. Sollte ich vielleicht dran schreiben. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Unterstützt den Hamster, wenn ihr wollt, über den MMOGA-Link in der Videobeschreibung. Kauft euch da günstige Games wie das mega geile Helldivers 2. Das lohnt sich meiner Meinung nach. Und bis zum nächsten Mal.